im Pfälzerwald, im Glarner Felsenland, in den Weiden dieser Berge und Täler, im Ambiente bizarrer Felsen habe ich eine Vision. Die Vision, eine Arbeitsstätte für Ärztinnen und Ärzte aufzubauen. Für Ärztinnen und Ärzte, die nicht nur arbeiten, sondern auch leben wollen, denen die Beziehung zum Patienten und hohe Wertschätzung wichtig ist, die sich als Familienärzte verstehen, die aber auch wirtschaftlichen Erfolg suchen und denen Privates, Familie, Ruhe, Sinnlichkeit und Freude wichtig sind. Ausgangspunkt ist meine barrierefreie Praxis für Allgemeinmedizin in Bundenthal mit 36 Monaten Weiterbildungsermächtigung in der Allgemeinmedizin, mit 12 Monaten Weiterbildungsermächtigung in der Geriatrie, mit großzügigen Räumlichkeiten, einer modernen Ausstattung und einem breiten Leistungsspektrum, mit einem jungen, kompetenten Team, mit Videosprechstunde, Pilotprojekt Telemedizin und schnellem Internet, mit Mitgliedschaft in einer Verbundweiterbildung und guten Kontakten in die umliegenden Kliniken in Pirmasens, Rotalpen, Zweibrücken, Bad Bergzabern, Annweiler und Landau. Hier hat man noch die Möglichkeit, Leben zu gestalten. Die Bereitschaftspraxen sind nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen für unsere Patienten da. Hier ist Wohnraum noch bezahlbar. Bauland in landschaftlich herrlichem Ambiente bekommt man schon ab 50 Euro pro Quadratmeter. Hier gibt es Kita-Plätze, nahe Grund- und weiterführende Schulen. Hier finden Künstler Ruhe und Inspiration. Gourmets kommen nicht nur im nahen Elsass auf ihre Kosten und Sportler haben alle Möglichkeiten. Ich suche ein, zwei, bis 2027 je nach Arbeitszeitmodell vielleicht 6 Ärztinnen und Ärzte, die hier mit mir etwas aufbauen wollen, hineinwachsen wollen in die schönste und vielseitigste Disziplin der Medizin, die Hausarztmedizin, die neben der Arbeit aber auch leben wollen und vielleicht klettern, biken, walken, wandern, schwimmen, reiten. Ich suche Ärztinnen und Ärzte, die dort leben und arbeiten wollen, wo andere Urlaub machen. Im Pfälzerwald.